Ja, Herzklappen gibt es ja im Herzen vier. Die sind ja vom lieben Gott so eingerichtet, dass sozusagen der Einfluss und der Ausfluss des Blutes vom kleinen in den großen Kreislauf funktionieren kann. Und wir haben als Hauptklappen die Aortenklappe und die Mitralklappe von der linken Kammer, die dort die Flüsse regeln. Und auf der rechten Seite haben wir die Pulmonalklappe und die Tricuspidalklappe, die im rechten Herzen die Flüsse regeln. Über die Jahrzehnte werden diese Klappen natürlich, wie zum Beispiel auch Herzkranzgefäße, sehr oft in Anspruch genommen. Sie können sich das hochrechnen, 60 Mal pro Minute mal 24 mal Jahrzehnte. Das ist eine Leistung für die Klappen und es ist nicht verwunderlich, dass die eine oder andere Klappe dann Probleme bekommt nach 6, 7 Jahrzehnten. Wir haben verschiedene Ursachen, die zu Problemen führen können. Das eine ist die degenerative Aortenklappenerkrankung. Vorwiegend. Es gibt aber auch Degenerationen an anderen Klappen, wie zum Beispiel der Mitralklappe. Und wir haben die angeborenen Klappenveränderungen, die am Anfang möglicherweise keine großen Probleme machen, aber über die Jahrzehnte, wie das Mitralklappenprolapssyndrom, dann doch Probleme machen, indem die Klappenundichtigkeit ausgeprägt wird. Ganz generell muss man sagen, dass eine Klappe entweder zu eng ist oder undicht ist. Oder beides gleichzeitig. Zum Beispiel sprechen wir von einem kombinierten Aortenklappenvitium, wenn die Aortenklappe einmal zu eng ist, die Öffnungsfläche abnimmt und zum anderen die Schlussfähigkeit der Aortenklappe auch eingeschränkt ist, eine Insuffizienz besteht. Und Gleiches gibt es bei der Mitralklappe auch. Andere Ursachen neben den degenerativen und kongenitalen sind die entzündlichen Ursachen. Die sind besonders gefährlich. Die Endokarditis, die Herzklappenentzündung, ist eine lebensbedrohliche Erkrankung. Diese Erkrankung entsteht, wenn Bakterien ins Blut kommen und sich an den Klappen festsetzen und die Klappen zerstören. Besonders unangenehm ist der Staphylococcus, der Streptococcus und der Enterococcus. Alles sind Keime, die zu erheblichen Zerstörungen des Klappenapparates führen und mit einer hohen Sterblichkeit verbunden sind. Es gibt auch seltenere Ursachen, in unseren Breitengraden eher selten, rheumatische Erkrankungen. Diese sind meistens in der Kindheit erworben und sind bedingt durch eine inadäquate Behandlung eines Streptokokkeninfektes, ein rheumatisches Fieber, was vielleicht nicht behandelt wurde. Das sind Möglichkeiten, dass sich Klappen auch verändern und über Jahrzehnte dann tatsächlich durch diese primäre Veränderung auch Probleme machen können.